Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Format. Wir schauen eine Serie. Und zwar habe ich jetzt von diesen drei Serien, die ich euch ja vorgestellt habe, Wishlist, Druck und eben krass Klassenfahrt, habe ich mitbekommen, dass jetzt angeblich jetzt so in wenigen Tagen, ich glaube erst dabei habe ich irgendwie gelesen, dann auch die zweite Staffel beginnen soll. Deswegen habe ich gedacht, warum dann nicht krass Klassenfahrt? Es gab sogar einen Trailer. Gesehen zur ersten Staffel und ich würde sagen, die ziehen wir uns jetzt gemeinsam erstmal rein. Die 12B fährt auf. Das ist hart. Richtig reingebildet? Hat er sie hier? Würde mich nicht wundern, wenn sie dich eh schon längst betrogen hat. Was mit dem Jungen im Zimmer? Breit. Unsere Beziehung läuft schon lange nicht mehr. Der Schatz von geht gut. Mobbing. Nein. Mann, die Hose aus den Tisch auf. Oh mein Gott, das ist so gewinnt. Was machst du denn hier? Wie soll ich mit 100 Gold machen? Pack, pack, Alter. Party. Wenn wir heute einen Saufabend machen wollen. Die erste Liebe. Ich weiß nicht, was das soll. Weil ich in dich verliebt bin, Cheyenne. Bist du mich verliebt? Wenn es dein erstes Mal war, kannst du ja hatte einen großen. Was? Besserer Freund kann man gar nicht sein. Alles klar. Ab dem 4. März jeden Tag um 16 Uhr. Und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt sofort zur ersten Folge um. Ein paar Namen konnte ich mir jetzt schon merken. Aber ich denke, die werden wir sowieso dann mit der Zeit dann besser kennenlernen. Okay, dann ab zur ersten Episode. So, da sind wir jetzt auch schon. Ich bin gespannt. 12 Minuten geht die erste Folge. Ich denke mal, die gehen unterschiedlich. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, als ich jetzt dahin gegangen bin. Eskalation am ersten Tag, Folge 1. Ich muss schon sagen, so vom Trailer her, ich sag mal so wie so ein bisschen, ich sag's jetzt erstmal so, ich habe mich so ein bisschen an Schloss Einstein zurückerinnert. Schloss Einstein war damals so für mich echt so eine prägende Zeit, muss ich zugeben. So mit, wie alt war ich da? 12, 13, 14. Hab aber auch nur Seelitz geschaut und nicht Erfurt, muss ich zugeben. Und muss zugeben, dass ich diese Serie gesuchtet habe. Und da war auch alles. Da war Liebe, Eifersucht, Streit. Gerade ja auch so mit Lehrern. Man hat hier, glaube ich, nur eine Lehrerin jetzt gesehen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber so von der Art her. Und ich bin jetzt mal gespannt. Also Jonas Ems und Jonas Wuttke haben, ja, so gesehen, das ja hier erschaffen, kann man ja sagen. Und deswegen, ich laber jetzt nicht viel rum. Ich würde sagen, wir spielen jetzt ab und nach der Folge sage ich dann, wie für mich die erste Folge war. Unterstützt durch Produktplatzierung. Okay. Also nicht wundern, wenn ich jetzt nicht so viel rede. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Wir fahren nicht nach Berlin, wir fahren raus aus Berlin. Ihr seid echt zu blöde. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? It's a final countdown. Wow, da singt keiner mit? Das ist ein tolles Lied. Ah, das ist das Intro. Jolene, Laila, Kenneth, Georg, Anastasia, Hanna, Zeus, Fernando, Stanley, Drexler, Cheyenne, Frau Ostermann. Ich denke mal, ich werde mich sowieso nicht alle Namen merken können. Auf Andi zumindest. So. Klassenfahrt. Ja. Geil. Ja, das ist ja eine Straße. Wow. Einmal bitte um den Bus herum und vor das Tor stellen. Wir kommen dann gleich. Schnell von der Straße runter. Alle mal bitte
mir bitte zuhören? Wäre schön, wenn ihr erstmal ein bisschen ruhig seid. Wir wollen jetzt gleich erstmal die Koffer wegbringen. Ist das so der Liebling der Lehrerin? Ey, film den mal nicht. Lass mal. Geh weg. Geh mal weiter. Film mal wen anders. Ah. Das wird eingebaut. Mit dem Film. Kannst du bitte aufhören? Mann. Sorry, ich wollte nur was trinken. Pass auf, weißt du, wenn das nass wird? Das sind meine Sachen drin. Ja, ich weiß. Für die ganze Woche. Ich weiß, Stanley. Sorry. Warum filmen wir uns? Hallo? Ist für YouTube. So, hast du ihn gerade in den Dreck gestellt? Sorry, mein Arm wird unglaublich lahm gerade. Meine Herren. Ja. Oben, ja? Ja. Hast du gesehen, wie dreckig der Boden ist? Mein ja. Alles klar, das ist das Arschloch der Klasse also. Ich kann es einfach nicht glauben. Oder der, ich könnte genau jetzt im Hilton sein. In Moskau bei meinen Eltern. Und wo bin ich? Drecksloch. Ist echt so, ne? Ja. Hier gibt's bestimmt nicht mehr Strom, Wasser und Handyleitungen. Mhm. Internetleitungen. Was? Was du meinst, sind Internetleitungen. Nee, also was hier meint, sind Leitungen für den Handyempfang. Genau. Ja. Hoffentlich gibt's hier überhaupt ein WLAN-Kabel. Ja. Mann, Leute. Seid doch mal froh, wie dass ihr kam. Hier seid. Und ich bei euren Eltern zu Hause. Frau Ostermann, tut mir echt leid. Die Klasse benimmt sich echt schlecht. Ja, ah, das sind so hier die Netten. Naja, also ich bin aber zuversichtlich, dass wir das alle hinkriegen. Ja, bestimmt. Schöne liebliche Musik dabei. Ja, trotzdem tut sie mir leid, weil sie sich nicht wehren kann. Aber unsere Klasse ist auch echt gemein. Ja, ziemlich. Die Gegend sieht auf jeden Fall schön aus. Ich hab gesagt, ich will wenig reden, aber... Schön, Kenneth, dann sind wir jetzt auch endlich mal alle da. Es fing ja schon ein bisschen stressreich an. Ich hoffe, dass es nicht so weitergeht. Ich möchte respektvoll behandelt werden. Ich möchte, dass ihr auf mich hört, wenn ich was sage. Ich bin ja die Vertretung von Herrn Müller und ich möchte mit euch eine gute Klasse machen. Herr Müller, klassisch. Wäre schön, wenn ihr mich respektiert und auf mich hört, wenn ich was zu sagen habe. Ja, Frage. Bitte. Was machen die Kameras hier? Es ist ja nicht so, dass die Mitschüler so viel Geld wie du haben. Deshalb mussten wir halt die Klassenfahrt finanzieren. Und das machen wir durch dieses Kamerateam, das uns filmt. Und da wird eine Reportage entstehen, die dann auch auf YouTube veröffentlicht wird. Ich schreibe ein bisschen mit. Frage, kommt die Reportage auch auf Netflix? Nee, nur YouTube. Frage, gibt's hier draußen Wölfe? Oh Gott, jetzt reicht's. Jeder sucht sich jetzt bitte ein Zimmer, freie Zimmereinteilung. Jo, das kenne ich nur zu gut. Also jetzt einfach hier so reden? Nee, einfach hier, so? Da ach so. Ja. Ich finde Klassenfahrt überkrass. Vor allem, weil ich mit meinem Freund, den Kenneth, hier bin. Okay, Klassenfahrt ist schon eher für Singles und manchmal wünsche ich wäre Single. Die Klassenfahrt nervt mich jetzt schon. Ich könnte jetzt mit einem Glas Wein in meinem Zimmer sitzen und Herr Müller würde das Ganze hier regeln. Aber der hat sich ja ausgerechnet jetzt ein Bein gebrochen. Kann die Klassenfahrt nicht mitmachen. Herr Müller hat sich Bein gebrochen, schau mir das mal auf. Wahnsinn. Ich finde, das sieht hier mega aus. Aber nein, ich kenne das Studio. Was ist das? Ach. Ja, ich mach mir halt Sorgen, mit wem ich in ein Zimmer gehen soll. Ich schreib mir die Namen auf. Nee. Wechsler? Nee, auch nicht. Stanley? Ja, gegen Stanley? Nein, nicht Stanley. Er ist der Schlimmste. Aber er ist doch süß. Oh, ich hab den Mann, ey. Ich bin verdammt heute. Ich hab letzte Woche 2 Handys kaputt gemacht. Oder vor die Woche, glaube ich, 8 oder so. Mir fällt's immer runter. Aber jetzt habe ich Schutzhüllen von Rhino Shield. Hier, guck mal, passiert nichts. Ich kann runterfahren, wie es will. Wow. Es funktioniert immer noch. Geht nichts kaputt. Habt ihr schon Rhino Shield? Ich glaube, die ist schon rein. Okay, danke. Arsch. So ein Tollpatsch. Also mit meiner Homosexualität bin ich eigentlich schon immer offen umgegangen, ja. Aber jetzt, ob halt wirklich ein anderer Junge... Ja, ist ja nochmal Fernando, oder? ...in einem Zimmer zu schlafen, weiß ich nicht. Kann ich ihn irgendwie behilflich sein? Das ist alles gut, danke. Das ist Georg, den Namen könnte ich mir irgendwie merken. Ich wirklich spitze, dass die Klassenfahrt in so einem wertvollen Agrarbiotop stattfindet. Also, was Besseres hätte ich mir nicht vorstellen können. Schön, das freut mich. Aber, Georg, möchtest du nicht vielleicht zu den anderen Mitschülern gehen, um dich halt vielleicht schon mal besser zu integrieren, um die noch ein bisschen besser kennenzulernen? Ja, ich wollte sie eigentlich fragen, ob ich vielleicht in ihrem, mit ihnen in einem Zimmer oder schlafen könnte. So. Nee, das tut mir leid, Georg, das geht nicht. Aber geh doch am besten schon mal zu deinen Mitschülern, da würdest du bestimmt jemanden finden, der sich mit dir das Zimmer teilt. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal in meinem Zimmer.
Frau Ostermann. Also ich finde Frau Ostermann echt super. Sie ist eine gebildete und kompetente Lehrerin mit einer wunderbar unkonventionellen Art, den Unterricht zu gestalten. Und später möchte ich auf jeden Fall, dass meine Frau so ist wie Frau Ostermann. Und ich möchte auch, dass meine Kinder so sind wie Frau Ostermann. Alles klar. Frau Ostermann ist super spitze, ja. Nicht nur der Nerd. Okay. Ja, ich bin schon da. Ja, läuft gut. Okay, wo ist Julien? Was willst du hier? Wo ist Julien? Ja. Hab ich dich reingebeten? Habt ihr sie hier? Was wird das? Was machst du hier? Wo hat sie sich versteckt? Ich weiß, sie hat sich hier versteckt. Was meinst du mit versteckt? Hör auf, was machst du? Hä? Mama, hier steht noch? Hier ist kein Junge. Das ist aber... Die spielen immer das Spiel und sie versteckt sich immer. Ist mir egal, was sie ist hier irgendwo versteckt. Wo ist Julien? Nein, ist sie nicht. Es ist mir egal, was sie macht. Du gehst jetzt sofort hier raus. Sie ist schon bei mir im Zimmer, oder? Ja, Mama, hier ist kein Junge. Jetzt warte doch mal. Sie ist schon bei mir im Zimmer. Ich telefoniere jetzt. Wisst ihr wirklich nicht, wo Julien ist? Nein, weiß ich nicht. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn sie dich eh schon längst betrogen hat. So wie sie immer über Stanley redet. Stanley aufgeschrieben. Ist Stanley das Arschloch? Man soll auf jemand anderen stehen und wenn man auf... zwei Leute gleichzeitig steht, dann ist es bisexuell. Ich bin so sauer, dass sie mir davon nichts erzählt hat. Was? Das ist Zeus. Will ich mir auch noch merken. Ja? Zeus? Hey. Ja. Du, ich wollte fragen, ob du eventuell noch ein Zimmer hast oder ein Bett für mich? Klar, also es sind ja zwei Betten. Oh. Nochmal guten Tag. Hey. Ja, komm gerne rein. Oh, das ist super. Ja, gar kein Problem. Ich habe mir gerade voll die Gedanken gemacht, wo ich schlafen kann. Und Guck mal, ich hab das alles hier mitgebracht. Ach Gottchen. Ja, was? Weil ich will mir eine Freundin suchen auf der Klassenfahrt. Nee, wirklich? Ja, ich habe zum Beispiel auch das Buch hier. Das habe ich komplett durchgelesen. Da geht es halt um die Liebe und... Weißt du, ich will so voll romantisch sein. Ja. Ach, jeder liebt Romantik. Alles klar. Weißt du, bloß schwul. Ich würde dich ja sofort nehmen, ne? Sofort heiraten. Ja, ich hab allen auch schon Liebesbriefe geschrieben. Wie? Einfach so, weißt du, dass ich so sage, was ich an mag. Und zum Beispiel hier in dem Buch, da geht es halt auch so komplett um Liebe. Also es geht halt auch um die Lust anstatt Frust. Ach Gottchen, das ist ja so süß. Ja, alles klar. Dann habe ich es nur ganz schnell durchgelesen, dass ich so alles weiß. Und dann habe ich mir aber auch Notizen gemacht über alles. Ach Gottchen. Das mache ich mir auch gerade. Wenn du dieser Klassenfahrt niemanden findest, weiß ich auch nicht weiter. Glaubst du echt? Ja, es muss funktionieren. Herrlich ist das. Ja, das ist zum Beispiel für irgendwas, so ein romantisches Date oder so. Oh, du machst dir so viel Mühe, das finde ich so toll an dir. Ja, also der Zeus, ne, der ist schon echt ein Unauffälliger. Der ist bei uns in der 6. Klasse dazugekommen und ja, also... Er sucht halt echt dringend eine Freundin und ich hoffe natürlich für ihn, dass es hier auf dieser Klassenfahrt funktioniert, denn ich glaube, er hat schon eigentlich fast jeder aus unserer Schule gefragt. So, weg mit Werbung. Aber ist auch schon fast vorbei. Du warst gerade im Zimmer von Stanley? Das ist das Zimmer von Stanley, du warst bei einem Jungen im Zimmer. Sag mal, spinnst du? Cheyenne hatte recht, ich war bei Cheyenne und jetzt gesagt, du bist mit Stanley und du hast irgendwas mit Stanley. Du warst bei einem Mädchen, du warst bei Cheyenne? Ich hab ja nur gefragt, wo du bist und du warst bei Zimmer von Stanley. Dein Ernst? Du warst bei Cheyenne? Ich hab ja nur mich nach dir erkundigt. Ja, ja, ja. Was hast du gemacht mit Cheyenne? Ich hab mich nur nach dir erkundigt, weil ich dich sonst vermisst hab. Kannst du leise sein, bitte? Was machen die rum? Das ist Stanley. Das ist meine. Eigentlich ist es meine. Ja klar, alle sind deine. Also, Stanley, erzähl doch mal von deinem Plan jetzt. Also, den geheimen Plan. Heute Abend wird getrunken. Und heute Abend wirst du dich für mich darum kümmern, dass Julien richtig, richtig betrunken wird. Und jetzt erzähl ich dir meinen Plan. Weißt du? Ich habe schon mit richtig, richtig vielen Frauen geschlafen. Ja. Aber auf einer Klassenfahrt. Mit einem Mädchen, die einen Freund hat. Versteh schon. Das ist Next Level Shit. Das kriegst auch nur du hin. Soll ich ganz ehrlich sein? Ja, bitte. Das ist ein richtig geiler Plan. Ja? Das ist ein richtig guter Plan. Du kannst dich auf mich verlassen. Ja. Ich mach das. Ja.
Na, wie geht jetzt die Folge so aus? Krass, dass wir das immer für uns haben. Überhaupt, die Klassenfahrt wird so nice. Ohne Witz. Wollen wir wieder Verstärken spielen? Aber nackt. Ach, ey, ich find's so krass, dass es mit dem Zimmer jetzt geklappt hat. Weil eigentlich dürfen ja junge Mädchen gar nicht ins Zimmer und wir haben es geschafft. Ja. Wir können so viel Zeug hier machen. Ich freue mich auf heute Nacht, es wird hart. Und dann so eine Aubergine oder Zucchini mit so Spritzer. Wo gehst du? Alles klar, Digga. Läuft. Ey, sag mal, hackt's halt auch nicht zu pillen. Tschüss, erstmal Kamera beschützen. Kann sich denken, was passiert. Ja, wir verabschieden uns. Du entscheidest, wer da. Okay, das sind wohl neueste Videos. Ich denke mal, das sind so die letzten Videos hier auf diesem Kanal gewesen. Ja, was kann ich zur ersten Folge sagen? Ich hoffe, es geht spannend weiter. Wer weiß, vielleicht nehme ich heute alle Folgen schon auf. Auf jeden Fall denke ich, ist es sehr vielversprechend. Wie gesagt, ich fühle mich so ein bisschen zurückerinnert noch so an die Zeit, als ich Schloss Einstein geguckt habe. Das hier ist jetzt aber so in so einem kleineren Rahmen, wo auch weniger Charaktere als bei Schloss Einstein zum Beispiel halt eben sind. Namen muss ich mir natürlich trotzdem merken. Alle konnte ich mir jetzt nicht merken, abgesehen von Stanley. Hier ist Stanley, Frau Ostermann, Georg. Wo ist jetzt, und Zeus ist Jonas Wuttke, und ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hier heißt, also Jonas Ems, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, ja, also ich freue mich schon auf die zweite Folge, lasst doch sehr einen Daumen nach oben da und abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, und dann sehen wir uns zu Folge 2 wieder, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja schon eine Vorschau gesehen, also klingt vielversprechend. Ja, und bis dahin, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.